wir können doch noch nicht ganz dahin. Ich habe noch die eine Quest abgeschlossen, also das finale Paket abgegeben. Gab dann nur 1000 Dukaten, ja, also ist auch nichts Besonderes. Und ja, jetzt sollen wir hier wohl essen, hieß es. Sieht aus, als hätten wir freie Platzwahl. Ja, es scheint so. Dann nehmen wir den Tisch hinten rechts, wenn das für dich in Ordnung ist. Klar, warum nicht? Platz nehmen. Es sind ja doch ein paar mehr Gäste gekommen. Ja, offensichtlich. Ist irgendwas? Du wirkst so schweigsam. Schmeckt's hier nicht? Nein, das Essen ist gut. Daran gibt es nichts auszusetzen. Ich frage mich nur, ob wir überhaupt so üppig speisen sollten, während jetzt Shinto Adario. Wie machst du das, Will? Wie kannst du so richtig ausgeglichen sein und fröhlich sein? Seit wir in Stromkreuz sind, bist du nur noch gut drauf. Du redest davon, Söldner anzuhören und bist Feuer und Flamme, wenn es darum geht, Aufträge für irgendwelche Fremden zu erfüllen. Denkst du denn gar nicht an Celisa? Ich zwinge mich nicht, an sie zu denken. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Am liebsten würde ich gleich losstürmen, um sie zu retten. Aber das haben wir versucht und sind dabei kläglich gescheitert. Darum müssen wir einen anderen Weg einschlagen, einen längeren Weg. Und auf diesem Weg konzentriere ich mich. Ich konzentriere mich auf das, was ich in diesem Moment beeinflussen kann und versuche, alles andere auszublenden, denn sonst würde ich vermutlich durchdrehen. Will. Du siehst, ich bin gar nicht so stark, wie ich immer tue. Das stimmt nicht und ich muss... Ich entschuldige bitte, ich habe dich für herzlos gehalten, aber jetzt sehe ich, wie sehr du innerlich dafür kämpfen musst, deinen Optimismus zu bewahren. Und dafür gebührt dir meine Bewunderung. Du bist stark, Will. Wir sollten essen, oder? Ist wohl besser, wenn wir uns gestärkt mit Räubern anlegen, wie? Ja, stimmt, bin ich dir zu. Na dann, guten Appetit. Und dann können wir wohl ja, uns in die Haie legen, aber dann, ja, dann werden wir wohl wirklich dann uns wiedersehen, ja, wo wir dann zur Räuberhöhle gehen. Dann wollen wir uns... Achso, Moment. Moment. Ich vergaß. Ist es hier eine neue Version, da muss ich nochmal die Lautstärke regeln? So, jetzt sollte es passen. Dann wollen wir uns mal morgen diese Räuberbande vornehmen. Das bringt uns geldtechnisch einen großen Schritt weiter. Ich fühle mich schon fast wie ein Söldner. Stimmt, da ist was dran. Irgendwie cool. Ein Söldner werden stand nicht nur gerade als Kind auf meiner Wunschliste für mein späteres Leben. Nö, auf meiner auch. Ich wollte an sich immer Ritter werden, beziehungsweise Zauberritter, nachdem meine Eltern mir vorgeschlagen haben, mich für die Akademie anzumelden. Bitte was? Ist denn ein Zauberritter? Na, ein Ritter, der auch zaubern kann. So etwas habe ich noch nie gehört. Ist ja auch mein Wunsch. Was wolltest du denn werden? Hä? Was wolltest du als Kind immer werden, wenn du mal groß bist? Erwachsen? Ich weiß es nicht. Echt? Du hattest keine Kindertraum, den du als Erwachsener mal verwirklichen wolltest? Kein. Komm schon, da muss doch irgendwas sein. Ich lache auch nicht, versprochen. Ich wollte immer fortgehen von zu Hause, einfach fort von meinen Eltern, ihren Erwartungen an mich, einfach fort von dort zusammen mit Jacinto. Oh. War dann nicht wirklich so übel. Du bist freiwillig auf die Akademie gegangen, nicht wahr? Deine Eltern haben den Wunsch mit dir besprochen. Ja, klar. Meine haben es über meinen Kopf hinweg entschieden. Es war reines Glück, dass auch Jacinto die Akademie besuchen sollte und es gab mir Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben, fern von meinen Eltern. Aber ich habe nur ein Übel gegen ein anderes eingetauscht. Enyo. Er hat dir... Nein, ich weiß, du willst nicht drüber reden. Er hat mich vom ersten Tag an gehasst. Ich weiß nicht wieso. Angeblich will meine Familie meine Sklaven nicht. Aber nun behauptet er von sich selbst, dass er der Herr des Sklaven sei. Es kann also nicht gewesen sein. Aber am Ende ist es auch unwichtig, was sein Hass auf mich ausgelöst hat. Er und Gilbert haben einfach alles getan, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Sie haben mich zusammengeschlagen, mir die Haare abgeschnitten, einen Schrank auf mich geworfen. Adario, es tut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Schon gut, es war nicht deine Schuld. Du bist ein Weißer, ich ein Schwarzer. Die einen scheren sich nicht um die anderen. Das entschuldigst trotzdem nicht. Diese blöde Rivalität zwischen den beiden Zweigen ist voll für den Arsch. Menschen sollten einfach viel mehr aufeinander achten, egal woher sie stammen, wie sie leben oder in welchem Magiezweig sie studieren. Ich hab's einfach voll vergeigt. Wie gesagt, es war nicht deine Schuld. Außerdem hatte ich ja jetzt Shinto, der sich um mich gekümmert hat. Er. Tut mir leid, Phil, aber ich muss jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Atari. Nach allem, was ich im kommenden Lager so mitbekommen habe, befindet sich Jacinto jetzt in der Gewalt von Enyo. Nein, Andari muss sich keine Sorgen darüber machen, dass Jacinto stirbt. Das wird Enyo niemals zulassen. Das Schlimme ist nur, vermutlich wäre es besser für ihn zu sterben. Ja. Hä, warum soll ich nur bis Mittag noch schlafen? Nee, bis zum nächsten Morgen, was soll das? Hätte ich jetzt eigentlich davon Vorteil gehabt? Oder wäre dann was anderes passiert? Jacinto? Ja, Shinto, du wirst mir doch wohl nicht sterben, oder? Na also, da bist du ja wieder, du dreckiger Bastard. Und dein Kampfgeist hast du auch noch, da freue ich mich, aber ich hatte schon gefürchtet, ich hätte dich bereits gebrochen. Das wäre wirklich enttäuschend gewesen. So leicht mache ich es dir nicht. Gut so, sehr gut, ich liebe Herausforderungen und ich liebe es zu gewinnen. Ja, und andere zu quälen anscheinend ich und glaube mir, ich werde gewinnen. Seid ihr da mal nicht so sicher? Diese Genugtuung werde ich dir nicht geben. Ja, werde ich entschieden. Zeig mir die Zähne, Schwuchte. Spiel den starken Mann. Umso köstlicher wird es sein, wenn ich deinen Geist gebrochen habe. Aber zuerst einmal brechen wir deinen Körper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist furchtbar. Oh, wenn es... Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann soll dieser Enyo leiden. Aber am besten vielleicht noch sogar im Leben selbst. Verdammt, wir haben verschlafen. Es ist schon Tag. Oh Mist, aber hilft ja alles nichts. Dann müssen wir jetzt durch. Noch einen Tag verschieben wäre eine blöde Idee. Das sehe ich auch so. Also machen wir uns auf den Weg. Wenn einer verdient zu leiden, dann Enyo. Und noch, naja, einige andere. Aber eher ganz besonders. So, auf jeden Fall sind wir voll geheilt und können rein theoretisch zur Räuberhöhle. Aber, wie gesagt, nur rein theoretisch, denn jetzt können wir, da wir die neue Vision haben, die Quest mit dem Vater machen, also mit dem Prügelvater. Dazu müssen wir ja nochmal da zu dem Markt gehen. Ja, wahrscheinlich werde ich das dann auch soweit erstmal alles rausschneiden, weil das kennen wir ja im Prinzip schon, ne? Und da sehen wir uns dann quasi sozusagen direkt beim Vater wieder. So, jetzt können wir quasi direkt, denke ich mal, ob ich wieder weitermachen. Ah ja, das war wohl die Grafik, die gefehlt hätte. Wenn du es je wieder wagst, Hunter, deinen Sohn oder deine Frau zu legen, du machst, dann mache ich dich sowas von fertig. Bitte nicht, nicht schlagen, Padre, schluchz. Ich werde auch ganz, ganz mal sein. Nicht schlagen, Pater, ich werde auch ein ganz lieber Junge sein, Heulflennen. Salvatore. Nicht mehr schlagen, Pater. Bitte geht jetzt, Magister, ich werde mich um ihn kümmern. Er wird sich bessern, ganz, ganz bestimmt. Kein Kind hat das verdient, verprügelt zu werden. Ich werde jetzt gehen, merkt euch meine Worte. Ja, aber wie gesagt, da konnte man wahrscheinlich dann so erahnen. Ja, auf jeden Fall, Magister Nummer 8 erhöht, das ist schon mal sehr gut. Ja, dass dieser Typ ja auch damals als Kind geschlagen wurde, was vermutlich darauf schließen lässt, naja, keine Ahnung, dass das für ihn vielleicht, wenn er andere schlägt, irgendwie so eine Art Verarbeitung der ganzen Sache ist, keine Ahnung, das saß er irgendwie tief drin als Trauma, ne, und naja, aber das macht es für mich tatsächlich natürlich nicht besser, ne, im Prinzip hat er dadurch gezeigt, dass er dann eigentlich auch nicht besser ist, aber naja. Es ist nie zu spät, sich zu ändern, und wenn er sich jetzt ändert, dann, naja, ist es zwar trotzdem irgendwie zu spät, ne, weil das, was er seine Frau und sein Kind angetan hat, kann man ja auch nicht rückgängig machen, aber, naja, besser spät als gar nicht. Also besser, ist es besser, sich, ja, später zu ändern als gar nicht, so. Was ist da drin passiert, Dario? Ich denke, dass wir uns um den kleinen Pepe keine Sorgen mehr machen müssen. Cool, sogar 85 XP, finde ich klasse. Ja gut.
Dann ist das schon mal ganz gut. Die Räuberhöhle, genau. Hier muss ich tatsächlich mal gucken. Moment. Erledige Räuber, welche sich südlich vom Stromhaus versteckt hält. Südlich, alles klar. Du musst also quasi auch zur Kirche. Ich würde mir schon auch gerne so Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ich denke, wir werden sie brauchen. Hier. Weil jetzt war ja wieder einigermaßen Kohle. Aber für Willen scheint soweit erstmal nichts dabei. Ja, okay, doch, das hier. Dann plus M-Angriff. Okay, das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Wäre sogar für beide ganz gut, ne? Wie ich das sehe. Zweimal kaufen. Da will ich für ihn auf jeden Fall die einfache Offiziere, weil das ist plus eine Verteidigung, plus zwei magische Verteidigungen. Dann hier für ihn. Ne? Dann. Ne, das sinkt nur den Angriff. Also wenn, dann will ich dann nur was für Dario kaufen an Waffen. Plus 11 Angriff. Ja gut, aber bei ihm kommt es ja doch schon eher auf den magischen Angriff an. Der mittlere zum Beispiel, der ist so ein gutes Mittelmaß. Und dann noch zweimal diese Kette, weil plus 10 magische Angriff und plus dann noch 10 MP. Achso, kann ich das nur einmal gucken? Ja gut. Ja gut, und okay, ich gebe zu, Verteidigung wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber dann, ich mache mir wieder so. Dann habe ich wieder Geld so, ne? Aber verdammt, wir brauchen es doch eigentlich. So, ausrüsten. Nee. Schilder haben wir bis jetzt auch gar nicht, ne? Oder für den Kopf ein paar Sachen. So, sehr schön. Schmuck, genau, davon haben wir jetzt. Achso, wir können nur einen auf einmal tragen. Gut, aber das macht nichts. Das ist trotzdem nicht verkehrt, beide zu haben, weil, ne, vielleicht für gewisse Bosskämpfe ist das dann wiederum von Vorteil, wenn wir mal das oder das benutzen können. Was benutze ich denn erst lieber? Verteidigung oder magischer Angriff? Wäre mir tatsächlich erstmal lieber. So, jetzt Dario. Den mittleren Zauberstab. Wunderbar. Dann noch mal das und dann noch mal diese. Genau. Das ist wieder ein bisschen vorteilhafter ausgerüstet. So, jetzt können wir noch ein paar Sachen verkaufen. So, hier von jeden Fall nichts. Gut, einen kleinen. Ja, doch, ne. So. Ja, mein Gott, okay, ich denke. Nee, komm, das will ich doch sowieso nicht benutzen. Ich kann alles weg. Das hat auch keinen Vorteil mehr für uns, das genauso wenig. Und das für gar keinen von uns. Ja. Da haben wir sogar ein kleines bisschen Kohle dazu bekommen. Ach, genau, das können wir auch noch verkaufen. So, Mensch. Und jetzt geht's ab in den Süden. Frage: Gibt es hier vielleicht doch noch ein paar neue Aufträge jetzt sogar? Ja, okay, nee, wahrscheinlich sind es immer noch die alten. Ja, ich wollte hier auch zurückgehen. Oh nee, das kann nicht wahr sein. So, wieder gehen.
besser, wenn wir die Stadt heute Abend hier verlassen. Hä, wie jetzt? Aber... es hieß doch nach Süden? Ja gut, stimmt, das mit den Blätterteichbrötchen, ne? Wir wissen ja immer noch nicht, wo die sind. Selber gucken. Erleget die Räuberbande, welche sich in einer Höhle südlich von Stromkreuz versteckt hält. Südlich. Das verstehe ich jetzt nicht. Vor allem heute Abend, es ist morgens. Muss mir jetzt auch mal einen erklären hier, was das wieder soll. Ich werde das mal speichern auf jeden Fall. Ja, da muss ich wohl doch wieder den Entwickler fragen, wa? Wie es hier weitergehen soll. Das hilft ja nix. Na gut. Ja gut, dann sehen wir uns dann wieder, wenn. Naja, wenn es eben so weit ist, ne?